Hallo, heute geht es nochmal um die Turniervorbereitung. Ein Clip war ja schon mit diesem Thema beschäftigt. Heute möchte ich ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Das heißt, was muss man denn denken, während man diese Bälle schlägt? Es gibt vier Schwerpunkte, auf die es ankommt und die will ich dir heute mitteilen, damit du deine Turnier- und Rundenvorbereitung noch intensiver, ganzheitlicher und erfolgreicher gestaltest. So, jetzt geht es also darum, welche vier Faktoren sind es, auf die du bei der Runden- oder Turniervorbereitung achten solltest. Das erste ist Balance. Das heißt, du versuchst während und nach dem Schlag Kontrolle über das Gleichgewicht zu behalten. Der zweite Schwerpunkt ist, den Schlägerkopf zu fühlen. Das heißt, während des ganzen Schwunges versuchst du zu fühlen, wo sich der Schlägerkopf befindet. Das hat natürlich mit Griffdruck zu tun. Dann der dritte Schwerpunkt ist Rückmeldung nehmen. Das heißt, du schwingst in die Endposition rein, versuchst da kurz zu halten und Rückmeldung zu nehmen, wie war die Balance im Schwung, konntest du den Schlägerkopf fühlen. Das ist also quasi eine Zusammenfassung der ersten beiden Schwerpunkte. Und der letzte Schwerpunkt ist die Schlagroutine. Das heißt, der ganze Aspekt, der den Zielbezug mitnimmt. Also bei mir sieht das aus, ich schaue zum Ziel, mache einen Probeschwung, hinter dem Ball, suche mir ein Zwischenziel und richte den Schläger aus, stelle mich passend hin, nehme Bezug zum Ziel auf, stelle mir vor, wie der Ball fliegt und mein Schwunggefühl, und jetzt lasse ich das einfach laufen. Und hinterher vergleiche ich, wie hat er sich angefühlt, wie sollte er sich anfühlen. Wenn er sich gut angefühlt hat, dann trigger ich den Schlag einfach, indem ich irgendeine Bewegung mache, die ich höre, sehe, fühle, mit vielen Sinnen wahrnehmen kann. Wenn er sich nicht so gut angefühlt hat, dann mache ich einfach einen Probeschwung, der sich an der Stelle besser angefühlt hat und schon ist der Schlag zu Ende. Ich zeige euch jetzt mal, beziehungsweise ich zeige dir jetzt mal, wie diese Schwerpunkte in diese Schläge eingearbeitet werden können. Okay, los geht's.
Vielleicht hat dir das Video gefallen und konnte dir ein bisschen helfen, diesen Bereich zu bearbeiten. Wenn du noch mehr Unterstützung wünschst, auch individuelle Unterstützung für deinen persönlichen Golfschwung, dann empfehle ich dir mein Videoportal Erfolgreich Golfen Videos. Da ist zu jedem Bereich breit abgehandelt, Technikbereich, langes Spiel, kurzes Spiel, Taktik, mentale Aspekte, Kondition, Ausrüstung, Trainingssteuerung, dass du möglichst viel Unterstützung bekommst, um dein bestes Golf zu spielen. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Bis bald. Viel Erfolg.